Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Deponia. Es geht weiter. Und es wäre nicht Deponia, wenn ich nicht irgendwie noch nach letzter Sekunde einen Song bekommen hätte. Dieses Mal von Dolmen TV. Ich bin jetzt ein bisschen außer Übung. Ich habe ganz kurz vorm Stream ein bisschen trocken geübt. Und da werden wir mal sehen. Vielleicht wird es ja was. Schauen wir mal. Ist ja eigentlich eine eingängige Melodie. So, kann sein, dass der dritte Absatz, die dritte Zeile ein bisschen hakt bei mir, aber werden wir gleich schauen. Wir machen das jetzt spontan, würde ich sagen. Hey, hier stimmt was nicht. Meine Boxen sind an. Warum sind denn meine Boxen mit an? Ich habe Kopfhörer drin. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Toll, da kann ich wieder schneiden. Wie unprofessionell. Ist es jetzt weg? Warte mal. Ja, jetzt ist es weg. Ich wollte sagen, ich habe doch eben Echo gehört. Schaffst du schon? Ich denke auch. So. Ja, was nicht Facepalm hier. Und wenn dann benutzt meinen. Und nicht wissen lässt da überhaupt. Gronk oder wer ist das? Was ist das für ein Facepalm? Gronk. Okay. Na gut. Ja, den Gronk kann man natürlich benutzen. Ne? So. Goal ist gerettet und Cletus geplättet. Wieder einmal hat Valkyrie es geschafft. Sein oder nicht sein, das war hier die Frage. Denn Val war wie immer in einer misslichen Lage. Den Planeten zu retten und um Goal zu bekommen, hat Val mit Datasetten den Sprengturm erklommen. Nach einer Massenprügelei hat Val es geschafft. Es ist aus und vorbei, er hat's dingfest gemacht. Außer das Schnabeltier lacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, geiler Song, Dolmen. Also mir gefällt der Text sehr gut. Entweder liegt es an Kopfhörern, also wenn ich es ohne Kopfhörer singe, klingt es für mich selber besser. Ich habe das Gefühl, ich singe immer an vorbei irgendwo. Vielleicht war die Musik auch ein bisschen laut für mein Ohr. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Aber der Text, der war richtig gut, muss ich sagen. Und danke für die Erinnerung. Ich hätte es uns echt glatt heute verpennt, muss ich sagen. Warum geht denn das da jetzt nicht weg? Hä? Warum geht denn die Browseranzeige da nicht weg? Muss ich nicht verstehen, oder? Merkwürdig. So, okay, wir starten es mal. Ja, der Text ist geil. Und vor allen Dingen Schnabeltier mit eingebaut. Schnabeltier mit eingebaut war schon immer gut. So, wir müssen gleich. Danke, Behemoth. Sehr schön. So, wir müssen mal eben kurz gucken. Wegen. Nee, das weg. Wegen Ton, müsst ihr mir gleich mal sagen. Ihr habt jetzt ein bisschen Hintergrundmusik. Hey, warum, was ist nun los hier? So. Ihr habt jetzt ein bisschen Hintergrundmusik, wie das passt. So. Und, ja, danke nochmal an die Host, Fred Oslo. Limited Sins, 92, Duncan on the Run. Du bist ganz unauffällig noch reingehüpft hier. So, ich habe doch hier gesagt, weiterspielen. Wir befinden uns im Tutorial, wenn mich nicht alles täuscht. Und das Tutorial wollte ich ja noch zu Ende spielen. Einfach nur, um wieder reinzukommen. Und Toni sitzt da ja auch und. Na, da ist es ja. Es funktioniert ja. Und Entwicklerkommentar würde ich sagen, ne? Den hatten wir noch nicht, ne? Den wollte ich ja jetzt machen. Ich würde sagen, dann fangen wir erst mit dem Entwicklerkommentar an. Ansonsten müsste alles funktionieren hier, glaube ich. Okay, ich bin mal ruhig, weil Poki ist ja immer so leise. Oder soll ich mach mal Ton ein bisschen lauter vielleicht, ne? Oder? Ich mache erst mal ein bisschen lauter, leise machen geht ja immer noch. Moment. So. Ist nicht viel. Psst, jetzt. Psst. Willkommen auf der Ponia. Du hast soeben den Audiokommentar angeklickt und Moment mal, was soll denn das jetzt? Ist das irgendwie so eine komische Art von Déjà-vu oder? Ach, Scheiße, ey, das ist dieser bescheuerte Tutorial-Screen. John! Ich werde ihn bestimmt nicht nochmal kommentieren. Nee, vergiss es! Mach ich nicht! Aus! Schluss! Okay, gut, kein Kommentar sozusagen. Was sollte ich überhaupt machen? Ich glaube, wir fragen sie mal. Das ist eine gefräßige Giftnatter. Dass du zu dämlich zum Gucken bist, kannst du auch später noch unter Beweis stellen. Jetzt geht es erst einmal ums Ansprechen. Das macht man mit der linken Maustaste. Wie bitte? Ach, zu dumm. Ich vergesse immer, dass ich kein Parsel spreche. Es ist ein bisschen laut für mich selber.
glaube ich. Organon! Organon! Ja, müsste passen. Ich habe ja keinen Lautstärkeregler mehr an dem. Und ich glaube, für euch ist auch ein bisschen laut, ne? Ich erwarte mal auf Rückmeldung. Schreibt mir jemand was. Was? Mit der linken Taste. Rede mit Toni. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du! Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Ja. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja noch nicht mal, wie man jemanden anspricht. So wie eben gerade vielleicht. Hm. Oder hast du etwa nicht links geklickt, als die Sprechblase am Cursor erschien? Sprechblase? War es nicht vielleicht das äußerst attraktive Rufus-Kopf-Symbol? Nein, die Sprechblase. Deine blöde Visage erscheint zum Glück nur manchmal und dann auch nur im Inventar, um Kleidungsstücke anzulegen oder was du auch sonst immer da treibst. Was viel zu selten passiert, wie ich finde. Weitaus häufiger stellt sich da schon die Frage... Zu leise, meinst du? Also wenn ich den, also echt? Also wenn ich den Ausschlag so angucke, müsste es eigentlich passen. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß doch jeder. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Du meinst links? Nein, ich meine rechts. Da, wo das Augensymbol ist. Ach, das ist dieses Rechts, von dem immer alle reden. Ich habe das auch immer einfach links genannt. Ist auch viel einfacher zu merken. Aber na gut. Dann probiere ich dein ach so tolles Rechts gleich mal an diesem Ding aus, das da auf dem Boden liegt. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald das Auge zu sehen ist. So. Überanstrenge dich nicht. Lydia, schönen guten Abend. Ton und Bild laufen stabil. Ja. Stabiles Dankeschön. Was ist das? Das ist der Interferenzwandler. Erst war es der Kathodenstümpel, dann der Reaktorlotkopf. Könnt ihr euch nicht mehr einigen? Oh, nenn ihn, wie du willst. In jedem Fall brauchst du ihn, um die Presse zu reparieren. Hm? Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, so dass das Handsymbol erscheint. Ich finde das Tutorial geil. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Oh. Ich find's geil gemacht. Ich find's richtig geil gemacht. Manu, wo ist er denn? Sagtest du nicht, dass du dich auskennst? Wenn du etwas aufsammelst, landet es in deinem Inventar. Wo ist er denn? Um es zu öffnen, musst du nichts weiter tun, als am Mausrad zu drehen. Hey, da ist es ja. Genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Was mache ich hiermit? Keine Ahnung. Kaputt ist es ja schon. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Sehr geil. Und kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Ich wollte gerade. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Ist aber jetzt nach 2 Wochen Pause gar nicht so schlecht, so ein Tutorial. Ja, Toni. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. So, ich glaube, da wird wieder irgendwas Schlimmes passieren. Es passt. DJ Spyro, moin. Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Hm. Wie du meinst. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Mhm. Oh, Toni. Was denn jetzt noch? Was hältst du davon, wenn ich dir dieses Mal die Ehre überlasse, den Knopf zu drücken? Sehr geil. Gerne. Ich habe eh mit Doc gewettet, dass du es nicht hinbekommst. Was? Aber ich hab's doch hinbekommen. Die Presse funktioniert. Ich zeig's dir. Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt schulde ich Doc wohl 5 Slotty. Aber das war es wert. Das glaube ich auch. Zu geil. So, es geht weiter. Meine lieben Mit-Elysianer, ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia
Elysia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist, aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Yay, Wasserrutschen! Oh, sehr geil. Sehr geil. Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. Wie ein Müllsack oder ein Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät, putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz on hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfine, Spot an für Teil 3. Russa, Spot an für Teil 3. Sehr schön. Goodbye, Deponia. Foto. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Dichter Qualm. Ach, ist noch an Bord. Moment mal. Qualm? Alarm! Was? Feuer! Guten Morgen, die Damen. Doc, der Feuerlöscher. Ich wecke Bose und hol das Minensuchgerät. Moment, ruhig gut. Ich mache doch nur Frühstück. Grillhonig. Nicht schon wieder. Das Antiallergen ist im Schrank. Die Bärenfalle, Quatsch. Kein Grillhonig. Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran. Verdammt. Das ist neu. Kein Problem. Lass mich nachdenken. Wir müssten mittlerweile im Scherbenmeer sein. Haben wir noch genug Pflaster? Doc? Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig. Da war ja noch was. Während ihr schlieft, hatte ich eine Idee. Was hast du getan? Ich habe eine stillgelegte Rampe zur Einschienenbahntrasse des Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Osus Butter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja, und die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation, wo der Organon seine Hauptverwaltung hat. Und wo das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber... Na kommt schon. Jetzt lasst uns erstmal was essen. Ha, das ist der Tauchkran. Es hat eine angebissen. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Ja, was hat denn dann angebissen? Oh oh. Ach du Scheiße. Kacke. Ich finde, das Schnarchen ist extrem laut. Ich hätte das Bedürfnis, den Ton lauter zu machen, weil die Stimmen sehr leise gerade sind. Ich finde es eigentlich ein bisschen ärgerlich, dass sie bei dieser Dreierzusammenfassung irgendwie nicht mal die Chance genutzt haben. Wir wecken den jetzt erstmal auf. Nee, den machst du jetzt wach. Man versteht ihn überhaupt nicht. Ich kann ihm auch später noch alles erzählen, wenn ich den Schuldigen für diesen Schlamassel gefunden habe. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, aber nur geguckt. Angezündet hat ihn jemand anderes. Jetzt kommt auch noch Musik dazu. Das wird ja richtig schwierig. Ich muss ganz kurz, kann man irgendwie, gibt es einen Regler für Schnarchen? Läuft das unter Effekte vielleicht? Boah, der geht gerade gar nicht. Nee. Baron Brick und Six Arts. Schönen guten Abend. Nee, okay, dann lassen wir die Effekte mal so und dann machen wir das jetzt einfach mal. Müssen wir jetzt irgendwie mit leben. Kommentar nicht vergessen. Stimmt, hast du recht. Machen wir jetzt erstmal. Den hört man gleich gar nicht mit dem Kommentar wahrscheinlich. Ich sag jetzt mal nichts, ihr müsst lauter machen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wahrscheinlich wart ihr gar nicht weg oder ihr habt euch den dritten Teil nochmal für einen späteren Monat aufgespart. Ich bin auch wieder da
um euch mit Entwicklerkommentaren auch durch den dritten Abschnitt von Rufus' Reise zu begleiten. Ja, natürlich ist man immer in der Verlegenheit, wenn man ein Spiel in drei Teile teilt, dass man eben am Anfang auch mit den Leuten rechnen muss, die ersten beiden Teile nicht gespielt haben. Die haben aber selber Schuld. Trotzdem wollte ich aber einen rasanten Einstieg. Und es ist ja so viel passiert in den ersten beiden Teilen, ihr wisst es ja, dass es für mich eine ganz große Schwierigkeit war, zu sagen, ich mache A, einen schnellen Einstieg, aber ich will auch keine ellenlangen Videosequenzen haben, in denen ich halt nochmal alles zusammenfasse. Im zweiten Teil haben wir das da ja eine sehr lustige Lösung für gefunden gehabt. Aber jetzt im dritten Teil wollte ich eigentlich gleich loslegen. Und deswegen habe ich gedacht, ich teile das über das gesamte Kapitel so ein bisschen auf und lasse den Spieler erstmal mit der Action und mit Rufus ein bisschen warm werden. Wir haben jetzt trotzdem eine ganze Reihe von Infos hier in der Intro-Cut-Szene bekommen. Einmal hat unser erster Ausblick auf Elysium, ich hoffe, es gefällt euch da oben, uns ein bisschen eingestrickt. Ich dachte auch, es wäre ganz klug, an diesem Teil der Geschichte mal einen kleinen Blick nach Elysium zu werfen, um eben auch nochmal zu zeigen, dass es auch tatsächlich ein lohnenswertes Ziel für Rufus ist. Da hatte ich die Schwierigkeit so, ja, wie mache ich denn das? Weil wenn da oben alles sauber ist und da sind so die Leute in ihren Huppi-Wuppi-Klamotten, dann hat es ja eigentlich sehr wenig Appeal für jemanden wie Rufus. Und deswegen habe ich mich entschlossen, aus Elysium auch so einen riesigen Freizeitpark zu machen. Eigentlich ein großer Spielplatz. Da würde sich Rufus wohlfühlen. Und ja, so kam das Intro zustande. Und ja, jetzt geht es natürlich gleich weiter mit der Story. Und gleich eine zweite Ungeheuerlichkeit, die einem so richtig schön in die Handlung reinwirft, ist, wir nehmen Rufus erstmal eine seiner wichtigen Basen weg. Und zwar, indem wir ihn Bosus Kutter schrotten lassen. Aber vielleicht ist da ja noch was zu retten. Schaut lieber schnell nach. Ich melde mich gleich wieder. Ja, ja, das schauen wir mal eben. Das können wir machen. Aber allgemein, dann stellst du alles leiser. Ich kann die Stimmen nicht weiter hochstellen. Weißt du, was ich meine? Also ich könnte gut alles andere, die Sprache ganz nach oben stellen, die Effekte nach unten, die Musik noch ein bisschen weiter nach unten und die Videos weiter nach, aber allgemein bringt die ja gar nichts. Allgemein macht ja wirklich alles gleichmäßig leiser. Achso, links. Ja, aber lauter, die Stimme, die sind ja eigentlich schon. Ja gut, ich habe sie ja vorhin ein bisschen leiser gemacht, das stimmt. Wir machen das, wie wir es immer gemacht haben. Das wird schon gehen. So, also so wie die letzten Male. Das passt schon, aber Schnarchen ist jetzt natürlich noch lauter. Ich kann ihm auch später noch alles erzählen. Ja, bloß weg hier. Es blinzelt noch. Tja, das Auge ist mit. Wir sollten zusehen, sonst bleibt nichts mehr übrig. Es ist, oh Gott, das guckt mich an. Er wirkt unaufgeräumt. Jetzt wünschte ich fast, ich hätte seine Pillen nicht an die Robbenbabys verfüttert. Es gibt ja Untertitel. Hey, Doc, alles klar? Rufus, der Kutter bricht auseinander. Du musst etwas unternehmen. Und damit meine ich sicher keinen Smalltalk. Ja, ja. Ja, ja. Und sonst so? Na. Okay, was können wir denn hier anklicken? Nix. Gucken wir mal in die Navigation. Da blinken zwei Lichter auf dem Radarfeld. Ein kleines grünes in der Mitte und ein großes rotes dahinter. Mhm. Das kann nur eins bedeuten. Das Konfetti ist alle. Alles klar. Ja, dann können wir ja nur rausgehen, ne? Oha. Spätestens ja, jetzt wird Bose wohl einsehen, dass er einen neuen Kutter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja. Selber schuld, Fettsack. Sieht interessant aus. Ich glaube, na, zum Bug. Okay, können wir hier vorne hin? Cool. Wo bleiben Sie, Argus? Ich habe gerade mit dem elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Ulysses, Ende. Was ist denn das für ein Skelett? Verrat! Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten.
Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Leg deine Augäpfel aufs Waffeleisen. Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Goal? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln. Sammelessig. Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon... Die Maler im Keller. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Die Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Oppenbott, Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Oppenbott? Okay, Lan, einen schönen guten Abend. Ich würde sagen, wir machen... Ich traue mich hier noch keinen Entwicklerkommentar. Gehen wir mal zum Heck. Ah ja. Goal! Goal! Halt aus! Ich komme! Ich möchte jetzt doch den Entwicklerkommentar. Ich habe das Gefühl, so wenn wir hier irgendwas machen, hauen wir irgendwie ab. Der Kutter aus noch einer Perspektive, an der der Philipp, so hieß er nämlich, der Background Artist, der hier eingesprungen ist, irrsinnig lange dran rumgepinselt hat. Auch wenn diese Szene auch hier nicht allzu lange steht. Es soll ja schnell vorangehen. Eben. Warum klickt ihr überhaupt die Entwicklerkommentare an, wo es doch gerade so spannend ist? Weil es gleich nicht mehr da ist. Genau. Ich kann ja vielleicht nur ein bisschen um Zeit zu schinden. Euch noch ein bisschen Wissen aus meinem spieledramaturgischen Nähkästchen mit auf den Weg geben. Und zwar ist das ein Sachverhalt, den wir gelernt haben in unserer jetzt ja mittlerweile 8-jährigen Historie als Spieleentwickler, dass immer, wenn man möchte, dass ein Spiel möglichst schnell vonstatten geht, dass es hochdramatisch ist und sehr spannend bleibt, dass man da die Option immer weiter runterzieht. Also, dass man dem Spieler nur ganz wenig Optionen gibt, damit er möglichst schnell zur nächsten Aktion kommt. Und wenn er sich aber halt irgendwie, wenn wir das Tempo rausnehmen wollen und er sich ein bisschen umgucken soll und halt irgendwie sich mehr mit der Figur identifizieren, dann gibt es den Entwicklerkommentar. Dadurch, also, ne, so eine richtige, also dass da so richtig also in Rufus drin steckt sozusagen, dann erhöhen wir die Option und geben ihm ganz viele Sachen zu tun, damit er genauso ratlos ist wie Rufus und genauso viel erstmal sich umgucken muss und erforschen muss und so weiter. Und das funktioniert sehr gut. Und deswegen gibt es ja auch erstmal nicht so viel zu tun. Wir wollen ja schnell vorankommen. Aber es ist natürlich unglaublich aufwendig. Also wie viele Screens wir hier rausgeballert haben, es geht auf keine Kuhhaut. Dann würde ich jetzt aber sagen, wir gehen nochmal zurück, weil zur Seitenwand. Nein, da will ich nicht lang. Au! Oh ja, das ist natürlich hochgradig spannend. Ich möchte gar nicht lange unterbrechen, denn ich habe entschieden für Goodbye Deponia, dass wir halt ein bisschen ein actionreicheres, schnelleres Intro haben wollen. Das heißt, diese ganze Intro-Sequenz sollte sich halt so ein bisschen anfühlen wie eine einzige längere Videosequenz, die aber halt die ganze Zeit über interaktiv ist. Und deswegen könnt ihr jetzt auch hier in diesem Screen, obwohl er fast aussieht, als wäre er direkt aus einer Cutscene, trotzdem auf meine komische Visage klicken, um euch diesen Kommentar anzuhören. Dazu muss man aber auch nochmal herausstellen, was das für eine entsprechende auch physische Leistung von Rufus war, sich hier lang zu hangeln an dieser Außenwand. Und die wenigsten wissen, Rufus macht ja seine Stunts auch alle selber, nicht wahr? Ja, also man muss, wir wollen das nicht vertiefen, vielleicht zwei wichtige Sachen dazu sagen. Erstens, das wurde nicht chronologisch gemacht, sondern Poki, die alte linke Socke, hat schon darauf geachtet, dass die schlimmen Sachen als letzte gemacht werden, auch wenn das dann Eröffnungsszenen nachher draufsteht und so. Und dann, ich bitte da jetzt nicht weiter drauf rumzukommentieren, man muss sich als User klar machen, das Ganze war in der Realität um 360 Grad gedreht. Und was das für den Stunt bedeutet, das überlegt euch mal in Ruhe. Um 360 Grad gedreht. Kommen wir nicht wieder zurück? Au. Wir kommen nicht wieder zurück. Ich will die anderen Entwicklerkommentare. Ah, verdammt. Kommen wir denn wieder? Wir kommen nicht wieder zurück, ne? Nee, schade. Okay, die anderen beiden Entwicklerkommentare, die kriegen wir. So schnell geht das hier. So, das ist aber scheiße.
Naja, vielleicht kriegen wir sie doch noch. Mal gucken. Was können wir machen? Kranhalterung und Goal. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ach, ich muss jetzt irgendwas machen. Goal, was treibst du da? Ich versuche, das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte. Aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Nee, wieso? Da stand doch am Mauszeiger stand. Onkel hat da echt Schweißperlen gehabt? Der Mauszeiger hat ja zwischendurch eine Hand bekommen und da steht Signal drüber. Und als dann die Hand kam, habe ich einfach ins Blaue geklickt. Weil auf Signal konnte ich ja nicht und auf mich auch nicht anscheinend. Und habe dann einfach geklickt, als die Hand kam. Mehr muss ich ja nicht machen dann eigentlich, ne? So, machen wir mal Kranhaltung. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ja, das ist ein Ding. Ich muss jetzt irgendwas machen. Mach doch mal. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Cool. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Am roten Wagen sind zwei Punkte, die man eher sieht. Welche denn? Was denn? Verinnerliche die folgenden Momente und genieße es. Okay, mache ich. Ich habe mal eine Frage. Eine Goal fehlt uns ja, ne? Wir haben ja nur zwei. Wir haben Baby Goal, ist da jetzt drin. Und Lady Goal, ne? Und fehlen tut Krawall Goal, ne? Krawall Goal ist da jetzt nicht in mir drin, oder? Wer fehlt denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Krawall Goal fehlt uns, ne? Das ist kein Zufallstreffer. Es ist jahrelange Point-and-Click-Erfahrung. Ich habe schon Monkey Island gespielt, da warst du noch nicht mal auf der Welt. Da musst du mal drüber nachdenken. Ja, es könnte alles so einfach sein. Drei Schrauben und wir sollen sie festdrehen. Das kann ja nicht so schwierig sein. Entsprechend möchte ich darüber gar nicht so viele Worte verlieren und stattdessen darauf aufmerksam machen, dass das Kabel hier immer noch nach wie vor falsch verläuft. Wir haben einfach gesagt, ach scheiß drauf, als uns das aufgefallen ist, dass es halt zu aufwendig gewesen wäre, es zu ändern. Aber tatsächlich müsste das Kabel natürlich richtigerweise unterhalb der Achse langlaufen, um sich halt richtig um die Zahnräder zu wickeln, die sich ja quasi auf dich zu bewegen, sodass die Bewegung von oben nach unten geht. Das stimmt. Entsprechend dreht sich die Achse auch quasi auf einen zu. Das heißt, das Kabel müsste unten verschwinden und sich oben aufwickeln, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Das ist ein fataler Fehler, physikalisch total dämlich. Achtet bitte nicht zu sehr drauf. Uns ist das sehr bewusst. Und deshalb muss es auch ansprechen, ne? Sonst hätte es wahrscheinlich keiner mehr merkt. Schraube Mitte. Okay. Schraube links, Schraube rechts. Okay, da fällt doch irgendeiner raus. Ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal. Speichern. Dann haben wir sowieso mal einen Spielstand. Einen frischen neuen hier. Weiterspielen. Die sieht etwas weiter raus. Aus. Ups. Ich glaube, die Rechte haben wir gar nicht gebraucht, ne? Willst du dich verarschen? Wie soll das gehen? Hoppla! Kommst du voran? Ja, es gibt Fortschritte. Gewissermaßen. Es ist Absicht. Man muss die verlieren. Ich gehe davon aus, dass es Absicht ist. Was? Du altes Eisen, genau. Wo wir seine ersten Computerspiele spielte, gab es noch gar keine Maschinen, die Computer heißt. Stimmt, genau. Das nannte sich zum Beispiel Atari 2600. Er sagt davor noch, ne? Ich hab, ja. Oh. Was hast du getan? Das mach ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Im zweiten Entwicklerkommentar, das bleibt jetzt nicht aus. Ja, bevor ihr hier wild rumklickt, möchte ich euch empfehlen, es ist ja wirklich nicht viel zu tun in diesem Screen, klickt doch einmal bitte mit dem Auge auf Goal, also schaut sie mal an, weil das ist eine meiner Lieblingsreaktionen im dritten Teil, fand ich sehr lustig. Sehr, sehr schade ist daran allerdings, dass in der ursprünglichen Version hatten wir noch die Hintergrundmusik so weggedimmt und einen Effekt draufgelegt, sodass es halt mehr so klang, als würde Rufus mit so einer Gedankenstimme sprechen. Das konnten wir im Endeffekt nicht machen, weil
wenn jemand in genau dem Augenblick halt irgendwie gespeichert hätte, dann hätten sich die Musikeinstellungen verändert mit dem Skript, das wir hatten, und wir haben auf die Schnelle keine andere Option gefunden, dann haben wir es rausgenommen. Das ist sehr schade. Das, mit ein bisschen mehr Zeit wäre uns das sicherlich auch geglückt, das wieder halt irgendwie anzugleichen, aber so ist es leider rausgefallen und die Reaktion ist auch so sehr lustig. Übrigens, die Schnabeltiere im Hintergrund, die fliegen in einer Irk-Formation. Merkt es euch. Nachher wird das wichtig. Ich frage das ab. Wo sind Schnabeltiere? Oh, kommen die gleich wieder? Ich warte jetzt drauf. Waren da eben... Ah, da! Ja, die Irk-Formation. Jetzt habe ich sie gesehen. Wie cool. Geil. Cool. Ey, wenn der Text so wackelt, ne, da kriegst du ja irgendwann einen Anfall. So, Rechtsklick auf Goal. Sie ist so süß, Lenzi. Also... Wie geht's dir? Ich bin äußerst entsetzt. Ah ja! Sie ist so süß, wenn sie äußerst entsetzt ist. Ich will jetzt nochmal eben... wenn die Schnabeltiere reinkommen. Moment. Die müssen ja gleich wiederkommen. Ja, hab sie. Sie ist so süß, wenn sie... also... Wie geht's dir? Ich bin äußerst entsetzt. Ah ja! Naja, okay, gut. Es wiederholt sich. Hätte ja sein können, dass da was anderes kommt. Goal festhalten, sonst können wir nichts machen, ne? Nein.